I want the top. Yo Leute, neues Video. Bestes Wetter, minus 5 Grad oder so. Es ist immer wieder Zeit für den jährlichen mittlerweile schon Garagencheck. Und zwar läuft es wie folgt ab. Wir machen es eigentlich jedes Jahr. Und zwar muss ich erstmal meine ganze Garage aufräumen und sortieren. Dann zeige ich euch, wie der aktuelle Stand ist, was quasi alles drin ist. Das ändert sich ja immer komplett über das ganze Jahr. Und das, was ich dann aussortiert habe, und ich hoffe, dass das ein oder andere bei gibt, es dann natürlich am Ende für einen oder mehrere Gewinner zu gewinnen. Und ich habe erstmal ganz schön viel zu tun mit dem Aufräumen. Bisschen chaotic sieht es gerade aus. Und vielleicht machen wir noch ein kleines Unboxing. Ich habe noch ein paar Pakete, es sollten heute eigentlich auch noch ein paar mehr kommen. Aber erstmal ein bisschen aufräumen, sortieren. Und dann machen wir Vorstellung von dem ganzen aktuellen Setup. Ich wünsche euch viel Spaß, let's go. So, hat wieder einen Tag gedauert, war dann gestern Abend auch leider schon zu dunkel. Das Licht hier drin ist richtig mies, deswegen wollte ich es dann gestern Abend nicht mehr zu Ende abfilmen, deswegen kommt das Video erst heute. First Service. Ich weiß gar nicht, wo fangen wir am besten an. Das Wichtigste sind natürlich die ganzen Bikes. Die hängen hier zum Großteil an der Wand. Ich hatte ja vorhin erwähnt, eventuell noch ein Unboxing. Und ich habe hier noch einige Pakete stehen. Ich würde sagen, das ziehen wir gerade mal vor. Unboxen gerade, was da noch alles drin ist. Bei den meisten Sachen weiß ich ja so grob, was drin ist. Bei manchen weiß ich selber nicht genau. Ich glaube, das hier ist ein Paket von Rose. Und ich meine, ich habe das schon bei Lukas in der Story gesehen. Ich glaube, das ist eine kleine Weihnachtsüberraschung. Ich schätze, es wird den Transport auch nicht ganz unversehrt überlebt haben, so wie ich mir das vorstelle. Und zwar, genau, sind es Weihnachtsgrüße von Rose in Form von einer Schokoladentafel von der Pralinenmanufaktur. Vielen lieben Dank für die kleine Aufmerksamkeit. Package Number One. Gucken wir mal, was das nächste zu bieten hat. Das hier kam tatsächlich gerade eben erst vor ein paar Minuten, ist von Insta360. Und da weiß ich auch nicht, was drin ist, aber ich sehe hier schon Seasons Greetings, also auch ein kleines Weihnachtspräsent. Eine Mütze. Schön dick, schön warm, perfekt für dieses Wetter. Ich muss echt sagen, ich muss mich auch eben erstmal kurz wieder vorne im Haus aufwärmen, weil ich bin schon so durchgefroren, alleine hier vom Aufräumen und so. Ich glaube allerdings, die packen wir direkt mal mit in die Verlosungs-Goodie-Box, da ich ja sowieso eigentlich ausschließlich Mützen und Caps von Weber trage und somit keine Verwendung dafür habe, kommt die direkt mit in die Giveaway-Box. Nächstes Paket, und das sind direkt zwei Pakete, die da gestern gekommen sind. Und auf die habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Und zwar sind die von DB Journey. Die haben ihren Namen geändert, ursprünglich Douchebags. Was war das denn für ein Voice Crack? Und zwar habe ich ja schon verdammt viele von deren Equipment, Rucksäcken, Taschen und so weiter. Und ich finde es auch einfach, sind einfach die stylischsten, die es auf dem Markt gibt. Ich habe mir noch einen neuen Rucksack gewünscht und der ist auch jetzt passend kurz vor Weihnachten angekommen. Und zwar ist das der heißt jetzt Ström. Ich glaube, vorher hieß der Hagger als 30 Liter Version. Ich packe mal komplett aus. Da ist das gute Stück. Ich hatte den vorher auch schon als 20 Liter, da war er mir ein bisschen zu klein, gerade wenn ich so Radfahren bin. 20 Liter ist so für Nicht-Radfahrtrips als kleiner Rucksack okay, aber so als 30 Liter macht er, glaube ich, mehr Sinn. Deswegen, ja, auch vielen Dank an Douchebags dafür. Und hier drin
Ich weiß nämlich schon, was drin ist, deswegen brauche ich es eigentlich gar nicht unbedingt auspacken. Und zwar ist da das gleiche drin, was da vorne schon steht. Und zwar nochmal die neue, was auch ehemalig Savage, doch heißt auch immer noch Savage Bike Bag anscheinend, steht zumindest drauf. Aber wir machen es trotzdem mal fix auf. Stück. Ich finde es aber nice, wie clean die Sachen immer aussehen von DB. Kann den nächsten Trip kaum erwarten. Hab auf jeden Fall Bock, die Sachen auch zu benutzen. Im nächsten Paket weiß ich, von wem es kommt, weil es draufsteht. Von TSG. Ich weiß aber auch nicht genau, was drin ist. Einmal einen neuen von den neuen Sentinel Fullface Helmen. Der braucht natürlich, bevor der in die Benutzung geht, auch noch die Weber-Lackierung. In komplett rot. Schienbeinschoner, das ist das Shinguard BMX-Modell. Und noch zwei Rückenprotektoren von TSG. Und zwar ist das der Backbone Tank A 2.0. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Modell in der für mich nicht passenden Größe, das werden wir dann auch gleich verlosen. Und dann haben wir noch zwei Weber-Pakete. Hier ist schon aufgezeichnet, was drin ist. Und zwar ist das so ein Fahrradständer. Dort stehen auch schon zwei Bikes in den genau den gleichen Ständern drin. Deswegen brauchen wir den jetzt gerade nicht auspacken, außer ich brauche den gleich irgendwie nochmal. Und auch von Weber gibt es jetzt nämlich auch einen Teleskop-Fahrrad-Montageständer. Und den machen wir jetzt direkt mal auf. Ich glaube, der hier lässt sich sogar ziemlich schnell aufbauen, so wie das aussieht. Also ich habe, glaube ich, noch nie einen Bikeständer so schnell aufbauen können. Ein weiteres Paket haben wir noch, aber ich glaube, das ist relativ uninteressant tatsächlich, denn da müssten, wenn ich mich recht entsinne, vor ein paar Monaten schon bestellt, glaube ich, das Paket lag die ganze Zeit rum. Da müssen Schneeketten für den Sprinter drin sein. Ja, Schneeketten-Set für den Winter für den Sprinter, denn ich glaube in Österreich und zumindest in gewissen Gebieten in Österreich gibt es zumindest im Winter Schneekettenpflicht oder was man zumindest welche dabei haben muss. Ja, das war das Unboxing von den ganzen Sachen und jetzt würde ich sagen, stellen wir euch mal das aktuelle Setup vor. Komplettes Protection Setup und so weiter, haben auch einige nachgefragt. Ich glaube, dazu mache ich nochmal ein extra Video. Und was auch einige Leute gefragt haben, ist Ernährung und Training. Und haben wir ewig nicht mehr gemacht, haben wir vor einigen Jahren schon fast jetzt wieder her, dazu auch mal ein, zwei Videos gemacht. Und ich glaube aber, würde ich ganz gerne mal wieder aufnehmen, das Thema, das für mich auch schon eine große, wichtige Rolle spielt und auch den einen oder anderen dann, denke ich, interessiert. Wenn das bei euch der Fall ist, auch gerne schon mal in die Kommentare schreiben oder was ihr sonst noch für Videoideen habt. So, ich zeige euch das Setup. Ich weiß nicht genau, wo wir am besten anfangen, deswegen gehen wir einfach mal Reihe um, fangen hier in der einen Ecke an. Hier ist das wichtigste Werkzeug und zwar habe ich hier von Weber den Werkstattwagen mit allen möglichen Werkzeugen, die man eben so braucht. Und dann habe ich hier direkt neben auch noch von Weber den passenden Kompressor. Mit dem passenden Aufroll-Kompressorschlauch und dazu gibt es nicht ganz so viel zu sagen, denke ich. Ist, denke ich, sehr selbsterklärend. Quasi so die Schraubecke grundsätzlich. Und dann habe ich hier direkt jetzt auf den neuen Weber-Ständer mein aktuelles Downhill bzw. Big Bike gesetzt. Das ist das Rose Soulfire mit dem Custom, mit der Custom-Lackierung und dem AMS. Patriot Kit, der Team Edition von der Santo Rooks und ja, ansonsten komplett Reverse, Noah Hubs, Continental, sowie alle Räder ausgestattet. Ich denke, ich brauche jetzt nicht jedes Bike im Detail erklären, denn ich habe ja schon zu jedem Bike einen einzelnen Bike-Check gemacht. Dann haben wir hier immer noch an der Wand hängend mein selbstgemachtes Custom-Bike, das nehme ich nochmal einmal kurz runter. Und zwar hängt das auch schon seit Ewigkeiten jetzt hier wirklich an der Wand rum und es ist eigentlich mal eine Zeit, ist wirklich, weil ich denke, erst dachte ich noch, vielleicht kommt es nochmal in Benutzung. Weiß nicht, ich finde es auch immer noch mega geil mit der Lackierung. Ist wie gesagt alles einfach nur von Hand quasi gemalt und lackiert. Also optisch finde ich es immer noch Hammer.
Ich weiß aber jetzt schon, dass ich wahrscheinlich schon wieder nicht dazu kommen werde, das überhaupt wirklich aktiv zu nutzen. Deswegen überlege ich, dass es einfach mal frisch rausgeputzt wird und dann kriegt das vielleicht mal einen Ehrenplatz im Haus oder so. Oder ich hänge es mir irgendwie an die Wand, dass es nicht weiter hier noch verstaubt und eh nicht mehr genutzt wird. Denn ich habe ja mein neues Downhill-Rad, ich habe noch die Version davor, was auch ein Custom-Bike ist. Und meine ganzen Custom-Bikes werde ich natürlich auch nicht weggeben. Dann habe ich hier mein erstes Dirt-Jump-Bike. Das ist auch ein Einzelstück, was die Lackierung angeht. Und zwar war das einer von den ersten Prototypen von den neuen Rahmen. Gibt es so auch nicht mit der Lackierung. Und dann habe ich da die auch die Team Edition, die graue Santo Durolux, was ja eigentlich eine Duro-Gabel ist, runtergetravelt auf 100 mm. Die Noah Carbon-Felgen mit silbernen Narben, passendem Dekor, Conti Race King-Reifen. Und ja, der Rest natürlich auch Reverse Parts aufgebaut. Hier allerdings eine Shimano-Bremse dran. Die Deore XT. Ich fahre tatsächlich an den meisten Bikes immer verschiedene Bremsen. Probiere da immer verschiedene Sachen aus. Die Deore war auf jeden Fall, naja, eigentlich doch nicht ganz okay, wenn ich mich an den einen Crash erinnere. Ich habe einmal so richtig blöd auf den Rücken gelegt im Frühjahr, falls ihr euch erinnert. Und da war die Deore, die nicht gepackt hat. Also kriegt ihr auf jeden Fall einen Minuspunkt von mir jetzt. Dann habe ich hier fast baugleich das gleiche Rad quasi nochmal in grün. Das ist auch den Rahmen, den es so in ganz normal zu kaufen gibt. Auch mit der Durolux, auch mit den Noah Carbon Laufrädern haben wir hier mit Gold. Und der Rest nahezu baugleich, allerdings andere Bremse. Hier habe ich die RSC G2. Ansonsten fast identisch eigentlich die Räder. Hier fahre ich hinten in Speed King und hier fahre ich hinten in Race King. Aber das tut sich nicht viel. Dann natürlich mein Root Miller. Ich merke schon, das Licht ist schon wieder richtig mies hier drin. 29er Endurad. Hier mit den, auch mit den Noah Carbon Rims. Mit Conti Ruben Reifen. Auch hier mit der Team Edition Farbe von Suntour. Und ja, sonst natürlich auch Reverse Parts equipped. Gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen. Die Farbe finde ich mega. Erkennt man jetzt bei dem Licht natürlich so gut wie gar nicht. Wahrscheinlich eher so dunkel lila bis schwarz irgendwie aus, ist aber eigentlich eher so ein schimmerndes dunkelblau bis lila, wie ich sehr lichtabhängig die Farbe und finde ich persönlich Hammer. Mad Aurora oder Aurora heißt das, glaube ich. Dann kommen wir zu meinem aktuellen ja, Freeride-Bike, auch auf Basis des Rose Soulfire. Ich glaube tatsächlich, dass von mir am wenigsten Benutzerrad dieses Jahr tatsächlich, bin ich einfach nicht großartig zu gekommen. Allerdings konnten sich das dann zumindest mal ein, zwei Freunde von mir ausleihen. Muss auch eigentlich nochmal sauber gemacht werden. Selbes Spiel, hier Reverse Black One Laufräder, Conti Baron Reifen, die Team Edition wieder von der Durolux, diesmal allerdings mit 180 mm. Ja, und sonst wieder Reverse Parts. Hier natürlich jetzt mit 12-fach Kassette. Und ich überlege, ob ich mir das hier für die nächste Saison oder demnächst wieder auf Single-Speed umrüste und wieder so ein Jib-Bike daraus mache. Kommen wir zu einigen Bikes, die ihr vielleicht schon oder noch kennt. Mein Inspired Trial-Bike. Nahezu ja, stock das Bike, bis auf den Lenker. Da habe ich den Reverse Divine Trial-Lenker dran. Und dann die Conti Trial-Reifen, die es, glaube ich, so auf dem deutschen Markt nicht zu kaufen gibt. Und dann halt Reverse Escape-Pedale. Ansonsten, wie gesagt, immer noch die mechanischen Bremsen. Die wollten wir schon seit Ewigkeiten mal auswechseln. Allerdings muss ich auch sagen, bin ich eigentlich mit der Bremsperformance bisher relativ zufrieden. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Deswegen sehe ich eigentlich gar nicht mehr so den Grund, die unbedingt zu wechseln. Leider auch sehr wenig benutzt, aber wir haben ja neulich immerhin wieder ein Video geschafft. Natürlich All-Time-Classic, das Alurex. Klapprad-Style, dass das Ding überhaupt noch fährt, wundert mich, nachdem was wir da schon für Challenges mitgemacht haben. Dann habe ich schon Barspins gemacht über Tricksprünge, 360s versucht. Downhill-Strecken runtergefahren. Krankes Ding. Und dann hier mein, ja, eigentlich von der letzten Saison, mein Downhill-Bike. Auch mit der Custom-Lackierung. Kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch noch. Muss ich auch noch sauber machen. Das Problem ist, dass die Temperaturen gerade so krass im Minus sind, dass ich draußen den Schlauch und den Kompressor nicht benutzen kann. Deswegen muss ich warten, bis es wieder ein bisschen wärmer wird, damit ich das auch wieder säubern kann. Dann hier ein tatsächlicher Neuzugang, hatte ich vorher noch nie so ein Rad, und zwar ist es das Rose Backroad mit dieser ja, so Art olivgrünen Farbe. Sehr geiles Rad,
bin ich tatsächlich auch noch nicht so viel mitgefahren, habe schon die ein oder andere Runde mit gedreht, hoffe, dass noch ein paar mehr Folgen werden auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein richtig geiles Tool, um einfach mal für eine halbe Stunde, Stunde rauszukommen, ein bisschen über die Straßen heizen, ein bisschen ballern, ein bisschen die Beine in Bewegung kriegen. Und ja, so richtig fette Touren oder richtig fette Trainingssession habe ich darauf jetzt noch nicht gemacht. Aber ich denke, für mich ist es auch eher so ein bisschen, ja, als Ausgleichsgerät noch. Aber macht definitiv mehr Spaß, als ich mir selber gedacht hätte auf jeden Fall. Das war's von meinen aktuellen nicht motorisierten Spielzeugen. Und jetzt kommen wir zu der anderen Ecke. Aktuelle DB Bike Bag. Hier so ein bisschen, ja, hier ist eigentlich eher so Ersatzteile, Werkzeuge und so weiter. Hier habe ich noch weitere Gabeln, hier habe ich noch Tools, hier habe ich noch weitere Laufräder drin. Hier meine alte Bike Bag, wie gesagt. Und ja, dann habe ich hier natürlich ganz wichtig meine CRF 110, das Pitbike. Einfach immer noch die geilste Maschine überhaupt. Unglaublich, wie viel Spaß wir schon mit diesen Dingern hatten, was damit alles geht. Ob das jetzt Dirt Jump Lines fahren ist, die Dinger flippen, damit vom Startturm runterspringen, Rennen fahren und so weiter. Also, tja. Zwar eigentlich nicht ganz so günstig, wenn man sich den ersten Preis anguckt, aber wenn man dann mal guckt, wie viel Spaß man damit hat, eine der besten Anschaffungen überhaupt. Hier noch die zweite, das ist allerdings nicht meine. Das ist die von Erik, die steht hier meistens rum. Aber meistens, wenn wir fahren, dann fahren wir hier bei mir. Und dann auch dieses Jahr als Neuanschaffung dazugekommen, meine CRF 250 2021er im Rider Store Design. Richtig zufrieden mit der Karre, richtig gute Zeiten schon drauf gehabt, müssen definitiv noch mehr folgen und letztes Video war ja, glaube ich, noch bei den Royal Hills, da haben wir dann noch zum Schluss eine andere Übersetzung drauf gebaut und nur noch kurz getestet und seitdem steht sie auch seit dem Trip leider hier rum, weil wir dann wieder nur Fahrradfahren waren. Mega stoked auf dieses Gerät und ich habe vergessen, ein Rad haben wir noch gar nicht vorgestellt, das hängt nämlich hier in der Ecke, hier habe ich dann immer meine ganzen... Hier ist da zum Beispiel die neue Weber Werkzeug MTB Kiste. Die gleiche habe ich auch nochmal als MX Kiste. Die steht allerdings im Sprinter. Und diverse, ja, Motozubehör, Tankkanister, Öle und so weiter. Und natürlich mein aktuelles Lieblings-Dirtjump-Rad. Erster Linie natürlich aufgrund der Ride Gang Raw Custom Lackierung und alles mit Rot abgestimmt. Mir gefällt dieses gelbe Licht hier absolut gar nicht, muss ich sagen. Auch mit den Carbon-Laufrädern von Noah Hubs. Wie gesagt, aktuell meine absolute Lieblings-Dirtjump-Karre. Und ja, dann habe ich hier noch so ein paar weitere Sachen, die man immer so braucht. Schaufeln zum Shapen, zweites Skateboard, mein alter Werkstattwagen und so weiter. Da hinten habe ich noch weitere Ersatzteile, ganz viel Reifen, Schläuche, alles, was man halt so braucht. Brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht im Detail zeigen. Ich finde es echt schade, dass das Licht hier drin so mies ist. Ja, und hier die neuen Packets, meine persönlichen Weihnachtsgeschenke. Jetzt kommen wir zu dem Zeug, was ich zumindest so ein bisschen aussortieren konnte und was ihr jetzt gewinnen könnt. Es ist jetzt leider ein bisschen größenspezifisch, da ich zum Beispiel bei Schonern und so weiter immer XL trage. Aber ich hoffe, da wird auf jeden Fall für den einen oder anderen was bei sein. Also, im heutigen Giveaway-Paket, und ich sage euch jetzt schon mal, wie immer, was ihr tun müsst. Und zwar, ihr kennt den Deal eigentlich, Video liken, den Channel abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wenn ihr es schon getan habt, braucht ihr es natürlich nicht mehr, ist logisch. Und unter diesem Video einen Kommentar da lassen und dann nehmt ihr automatisch teil. So, wir haben natürlich, wie eben schon gezeigt, einmal von Insta360 die Mütze, die packen wir euch mit rein. Dann haben wir zwei 27,5 Zoll Mäntel von Continental, das sind die Ruben Mäntel in 2,3 Breite, davon gibt es direkt zwei Stück, einen kompletten Satz. Dann haben wir ein paar Griffe, 31er Lock-On Griffe von Reverse Nigel Nagelneu, die lege ich euch da noch mit zu. Eine Sattelstütze von Level 9, die ich tatsächlich einfach nur irgendwo noch bei hatte und nie brauchte, die aber auch noch nagelneu ist. Dann Mudguards, das Gegenlicht nervt ein bisschen, Mudguards. Und insgesamt vier verschiedene All-Mountain-Style-Frame-Kits. Allein die haben, glaube ich, einen Wert von über 100 Euro. Dann von TSG ein geiles Halstuch. Noch ein weiteres Jersey von 3Essen in der Größe L. Ich pack alles in ein Paket. Winner takes it all. Dann haben wir noch von TSG die Enkel-Support in LXL. Wir haben von TSG die Samir Shinguard in LXL. Wir haben noch ein paar Handschuhe von TSG. Mit einer etwas ungewöhnlichen Farbe zugegebenermaßen.
eine Sonnenbrille und hier diesen Oberkörper Body Protector Protective Shirt LS Tahoe Pro A in der Größe XL. Also auch nagelneu natürlich, versteht sich von selbst. Das packe ich alles in das Paket und Winner takes it all, würde ich sagen. Dann sende ich dem Gewinner das raus. Ich versuch's. Ich denke, an Weihnachten wird's ausgelost. Dann hat derjenige an Weihnachten noch ein zusätzliches Präsent, auf das er sich freuen darf. Alles in dieser Goodie-Box. Griffe, Reifen, Schoner und so weiter. Winner takes it all. Das wäre der diesjährige Garage-Check. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte es gerne auf eine geilere, epischere, cinematischere, professionellere Art gefilmt. Das, denke ich, kommt auch bald wieder. Ab Januar ist ein bisschen was Neues geplant. Jetzt gerade habe ich einfach schnell die GoPro drauf gehalten. Und ich hoffe, Video hat euch gefallen. Like da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Mal gucken, was jetzt die Tage rund um Weihnachten so ansteht. Ansonsten gerne im Livestream vorbeischauen. Twitch, Marc Diekmann. Vielleicht auch mal tagsüber oder vormittags. Also gerne abonnieren, reinschauen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ich hoffe, ihr lasst euch vom Wetter nicht allzu sehr ärgern. Wobei, wenn es nur kalt ist, ist es ja nicht so schlimm. Ich mag es nicht so gerne, aber jedem das Seine. Also, macht's gut. Peace. Oh my goodness. It's the clean winner if it's in.